Und am schönsten kann man sich das eigentlich mit dem Star Trekker Band ja, vorstellen. Wir haben alle diese Position gelernt, wo die Leute vorn rüber reinlegen, schön nach vorne weit gelehnt, damit die Schulterblätter rausgehen, damit man schöne Arbeitsfläche hat, wo man arbeiten kann. Wie oft passiert es euch, dass die Leute sagen, das verschwindet so unterm Schulterblatt, da kommst du nicht dran, das ist nicht tief genug. Und ihr findet bestimmte Abschnitte schlichtweg nicht. Bei mir liegt selten ein Patient so passiv da. Weil ich fand das immer sehr schade, dass FDM, was den Patienten in der Behandlung angeht, immer relativ passiv ist. Weil es geht doch um ihn und seine Beschwerden, nicht um meine. Also gebe ich ihm einfach die Rolle, dass er deutlich aktiver werden soll. Ich gebe ihm also das Kommando, bitte positioniere dich immer so, dass du spürst, dass das Triggerband immer exakt unter meinen Daumen zu liegen kommt.